Junge, kommst du jetzt ins Bett für Rambazamba oder muss ich mich mit mir selber beschäftigen? Nee, da bin ich doch dabei. Lass uns Rambazamba machen. Leute, ich bin verliebt, aber es gibt ein Problem, denn ich stehe auf zwei Mädels gleichzeitig. Die beiden stehen noch auf mich, aber ich weiß nicht, welche die richtige für mich ist. Da gäbe es auf der einen Seite die Prinzessin. Sie ist vernünftig, gut erzogen und hat das Wesen eines Engels. Sie ist das Mädchen, das man gerne seinen Eltern vorstellen würde. Aber ist sie aufregend genug? Man hat ja immer Lust auf ein kleines Abenteuer. Kann sie einem das bieten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da noch das Bad Girl. Sie weiß, was sie will und sie hat ein verdammt großes Mundwerk. Ihre Hobbys sind Schlägereien und Lästern. Sie hält man am liebsten vor den Eltern geheim, aber man ist trotzdem süchtig nach Problemen mit ihr. Wie auch immer, ich muss jetzt herausfinden, wer von den beiden die richtige für mich ist. Wünscht mir Glück. Holde Maid, wie schön, euch hier anzutreffen. Was? Ich meine, es ist schön, dass es mit dem Treffen geklappt hat. Ach so, ja, finde ich auch. Hast du schon eine Idee, was wir machen? Auf dem Kopf stehen und lachen. Spaß. Ich dachte, wir gehen ein bisschen spazieren und genießen die Düfte der Natur. Wir sind mitten in der Stadt. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Natur gibt. Sieh mal da zum Beispiel, ein Bäumchen. Ah, ich liebe Bäume. Riecht nach Freiheit. Und ein bisschen modrig. Du hast da ein bisschen Vogelscheiße an der Nase. Du lügst. Nein, im Ernst. Vorne an der Nase. Wirklich? Damn, das ist ja ekelhaft. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich warte hier seit 3 Minuten, Mann. So 3 Minuten? 3 Minuten? Jetzt so schlimm sind 3 Minuten. Was, wenn in den 3 Minuten ein Stein auf mich gefallen wäre, weil ich hier noch rumstehe? Ey, dann hättest du mich sozusagen gekillt, Mann. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Selbst wenn, ich hasse es zu warten am Monaco-Köln. Sorry, ich verspreche dir, in Zukunft werde ich immer pünktlich sein. Alles okay? Nichts ist okay, da ist Aisha die Die schuldet mir noch einen Zehner, die kann was erleben. Wie lange stehst du eigentlich schon auf mich? Seit ich dich das erste Mal sah. Irgendwie schnulzig, aber auch irgendwie süß. Ja, wie Honig. Apropos, hättest du Lust auf einen Tee mit frischem Bergblütenhonig? Bergblüten was? Nein, danke. Kann ich dir sonst irgendwas anbieten? Ein Wasser wäre nett. Sehr gern. Oh, hier kommt dein Wasser. Hast du deine Wasserflaschen im Bad oder warum kommst du gerade aus dem Badezimmer? Das Ding ist, ich habe meine Wasserrechnung nicht bezahlt. Finanziell läuft es nicht so gut und das ist Klowasser, aber keine Sorge, meine Toilette ist wirklich immer blitzblank. Ich mache es immer richtig sauber. Entspannte Bude. Ja, freue mich, dass es dir gefällt, dass dir meine bzw. vielleicht bald ja schon unsere Wohnung so gut gefällt. Wie meinst du das? Naja, ich stehe auf dich, du stehst auf mich. Warum also nicht zusammenziehen? Ich zieh dir gleich eine. Ich brauche meinen Freiraum, du Otto. Oh, den sollst du doch auch haben. Aber was spricht denn dagegen, sich eine Wohnung zu teilen? Naja, wenn du das Para für die Miete übernimmst, bin ich am Start. Naja, ich finde, einen kleinen Beitrag solltest du dazu schon leisten. Nee, dann hau rein. Was für eine blöde Sau. Was? Nichts. Ich meine, komm gut nach Hause, ja? Hab dich lieb. Es ist so schön, dass du da bist. Es kribbelt und wimmelt in meinen Lenden. Lass uns Liebe machen die ganze Nacht lang. Sehr lustig. Lass uns erstmal heiraten und dann schauen wir weiter. Dass man sagt, wir machen so eine Art Testdurchlauf, um zu schauen, ob das Getriebe noch schmiert. Geht's noch? Oh. Das war doch Spaß. Guck mal, bleib mal hier. Das war nur ein Witz. Ich hab das Gefühl, dir geht's immer nur ums Körperliche. Nein, mir geht's um die inneren Werte und das ist menschlich. Und du bist wirklich sehr menschlich. Wirklich? Ja, Indianer Ehrenwort. Ein bisschen verklemmt. Au! Siehst du die Wolken, die am Himmel stehen? Die sind so fluffig wie deine Seele. Was quatschst du für ein Mist, Junge? Fluffige Seele erstmal. Mich wollte ich mit meiner Wortwahl nicht verärgern, Zuckerpuppe. Junge, kommst du jetzt ins Bett für Rambazamba oder muss ich mich mit mir selber beschäftigen? Nee, da bin ich doch dabei. Lass uns Rambazamba machen. Ja, kiss dich nach! Wow, au, au!
Nersen, ich glaube, wir lassen das ganz lieber. Aber wieso? Ich stehe doch total auf dich. Ja, ich dachte, ich auch auf dich, aber du bist ja mies komisch, Amunakul. Ich war einfach ein bisschen überfordert, dich bei mir zu haben. Leb wohl, Nersen. Damn! So ein Mist! Ich glaube, ich bin gerade einfach nicht gemacht für eine Beziehung. Ich quatsch mich immer um Kopf und Kragen. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was findet ihr gut? Gentleman bzw. Prinzessin oder Bad Girl oder Bad Boy? Schreibt's mal rein, würde mich interessieren. Ich gehe mir jetzt erstmal einen Döner holen. Das war das Video, Leute. Hat super Spaß gemacht, es zu drehen. Vielen Dank an Emil, vielen Dank an Pelin. Sehr wichtig, folgt beiden auf Instagram, ist unten verlinkt. Unbedingt folgen, mega coole Mädels. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Will noch jemand von euch was sagen? Sei mal ruhig. Sei mal ruhig. Bis zum nächsten Mal. Peace. Es ist so schön, dass du da bist. Es kribbelt und wibbelt in meinen Lenden. Lass uns Liebe machen, die ganze. Na 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 na. Ja, ich dachte ich auch auf dich, aber du bist ja mies komisch, Amunakul. Okay. Ja. Shit, warte. Holde Maid. Was geht? Warum musst du denn Holde Maid sagen? Genau deshalb, weil es bescheuert ist. Holde Maid, wie schön euch hier anzutreffen. Dass man sagt, wir machen so eine Art Testdurchlauf, um zu schauen, ob das Getriebe noch nicht. Oh, hell no! Oh, oh. Dieses Nasenhaar ist so krass lang, Alter. Fängt schon mit meinem Bart zusammen. Oh, Scheiße. Jo, Nelson. Na, Mann, ich wollte dich sowieso anrufen. Was? Nee, Mann, ich hab grad gar keine Zeit, Alter. Wie, dein Cousin ist schon da? Boah! Ey, nimm das! Ey, Diamond Scar! Diamond Scar! Voll krass, ey! Richtig krass, ey! Ey! Du bist doch dieser Dings, ne, von YouTube und so. Ich weiß, Netz macht ja auch Videos und so, ich hab deine Videos auch gesehen. Und Prototyp und so, war richtig krass und so, die ganzen Prototyp-Videos. Mit den Afrikanern habe ich gesehen und mit den Arabern, das Prototyp-Video war auch cool. Was mir nicht so gefallen hat, war, wo du das letzte Mal mit Pistolen und so, weil Pistolen sind voll gefährlich und so, ne. In Videospielen sind die okay, weil bei Videospielen bin ich voll gut und so. Bei Fortnite habe ich jetzt nämlich schon alle Level durchgespielt. Und in Amerika haben die meisten YouTuber aber noch mehr Abonnenten und so, ne, weil das ist alles auf Englisch und in den meisten Ländern spricht man ja Englisch, nicht? Und deine Videos waren auch cool und so, aber von den Abonnenten ist auch krass und so, aber in anderen Ländern ist es viel mehr, weil die alle Englisch reden und in fast allen Ländern ist halt Englisch die Sprache, nicht? Und deshalb haben wir bei Fortnite auch so ein Duell gemacht, um alles auf Englisch war und nicht auf Deutsch. Ey, wo wir in der 7F waren, ne? Wir haben so richtig krassen Böller. Ey, das finde ich gut, wenn ich rede, dass du so viel die Sachen machst. Als ich noch in der 7F war, haben wir so einen richtig krassen Böller gebaut, das ist richtig krass. Den haben wir bei der Frau Bayern in das Klo reingezahlt, das ist richtig explodiert, ne? Das ganze Haus, das Klo war, das ist von einem Popo gespritzt und so. Die ist aus dem Klo gegangen, geschrien und so, was wir machen sollen und so. Jedenfalls ist die Nina aus der 10F, die ist voll die Lästerbacke, ne? Die hat letztens gesagt, dass sie den Haaren gezogen hat. Ich hab die ganze Zeit in den Haaren gezogen, nicht? Nur weil ich die einmal blöd angeguckt habe, sagt die, dass ich den Haaren gezogen habe, dann musst du nachsitzen bei Frau Meier, ne? Zwei Stunden musste ich nachsitzen, ob ich gar nichts gemacht habe und nicht an den Haaren gezogen hatte. Das hat mich schon aufgeregt. Endlich Ruhe, Alter. Ja, Ruhe ist auch wichtig, ne? Weil viele Menschen wissen gar nicht, wie wichtig Ruhe ist. Weil wenn man so richtig Stress hat, ne? Ich habe so eine Dokumentation gesehen, dass, da kann man sogar krank werden von Stress. Und Stress ist gar nicht gut. Deshalb hat meine Mutter immer gesagt, dass ich nur 8 Stunden am Spiel, Tag spielen kann, nicht? Weil Energy Drinks darf ich jetzt auch nicht mehr trinken, weil ich immer so aufgedreht bin, auch ohne Energy Drinks. Ich weiß gar nicht wieso. Die schmecken ja nur süß und da ist Koffein und Taurin drin. Und mein Onkel hat mir voll die krasse Software gekauft. Das sieht aus wie eine echte Waffe und die drei Schuhe. Stopp, Mann! Ich muss kurz Ben anrufen. Yo, Ben. Ja, Mann, ich bin's, Barry. Ich muss kurz mit dir sprechen. Okay. Wie ich so auf Nelsons kleinen Cousin aufpassen. Du weißt doch, dass ich wie. Was? Er ist schon da? Also eigentlich bin ich der kleine Cousin. Es gibt noch kleinere, der ist 4, ne? Ich bin ja schon 17. Und deshalb hat Barry auch gesagt, dass ich ganz so klein bin, ne? Also möchte ich sagen, dass ich der kleine Cousin bin, aber mich ganz so klein, nicht? Jedenfalls findest du dein Handy voll cool, deine Füße ist auch voll cool. Ich kenn dich auch bei den Videos, du bist so dieser Bermud, ne? Du hast so diese hohen Videos gemacht und so, mein Meme war richtig lustig und so. Und deshalb habe ich auch selber YouTube gemacht, ne? Ich habe schon 4 Abonnenten in nur 40 Tagen, das heißt, alle 10 Tage habe ich Abonnenten. Das ist schon richtig krass und ich will auch irgendwann mal Geld damit da verdienen, ne? Weil ich habe auch meiner Mutter gesagt, wenn ich irgendwann YouTube mache, so, damit das voll abgeht und so. Ich habe schon so ein Gaming-Zentrum, so, weil ich voll krasse Videos und so. Die sind richtig heftig und so. Mit ja, aber ganz kurz, cool, aber. Das ist eigentlich
Freunde. Nee, das ist ja das Ding, wir sind mein Vater gesagt, ich soll mit euch chillen und so. Da finde ich auch voll cool, dass ihr mit mir chillt und so, auch weil ihr eigentlich ja schon berühmt seid, ne? Ich bringe eigentlich voll viele Leute so Fotos und so, wenn ich so Fotos von euch wollen. Weil vielleicht mache ich vielleicht auch noch Fotos, für meine Leute das sehen. Deshalb habe ich die Silber von der YouTube-Karte von Miu, ne? Und die haben voll wenige, deshalb habe ich auch aufgehört zu sammeln, ne? Weil viele denken, dass diese Karten richtig viel wert sind. Die sind gar nicht mehr so viel wert. Es gab ja Digimon und so und Beyblades habe ich auch gespielt. Diese komischen Kreise, die waren richtig krass und so, ich habe nur vier von. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie Schachpraline, weil man weiß nicht, was man kriegt oder so ehrlich. Ne? Das war so ein Film gewesen, da habe ich auch mal geguckt. Ne? Ich habe voll viele Filme geguckt, meine Mutter hat für die Sammlung, die hat 400 Blu-rays. Ne? Ich habe nur Blu-rays, ich habe schon fast alle geguckt, mir fehlen nur noch 20. Stopp! Stopp. Ich muss mal ganz kurz jemanden anrufen, ja? Ganz kurz. Petrax. Ja, der hieß ein Kumpel von so einem Cousin von Nelson, ja? Was? Der ist schon da? Explosion, hey. Feuer und alles ist so richtig explodiert, ne? Wir waren im dritten Level und dann kamen alle und es hat richtig so BAM gemacht, ne? Es hat richtig alles explodiert. Und dann haben wir das, insgesamt haben wir das 17 Mal durchgespielt, 18 Mal, weil wir haben da noch eine Runde gespielt und Sonntag haben wir übertrieben lang die Nacht durchgemacht. Das war voll krass, ey. Das haben wir schon einmal gemacht. Ja! Mit vier Freunden. Ah, nee. Wir sind Level 17, voll heftig. Das hab ich auch schon mal gespielt. Ja. Aber so nur in einer Nacht, wo am Samstag ich mit meiner Tante Olli war, ne? Ehrlich? Ja, boah, krass, das ist spielen gehen. Das ist bereit für den Angriff, Offizier, krasser Typ, Boy, heftiger Angriff machen. Ich bin bereit, bereit geboren, Offizier, Sergeant, Meister, Soldat, Attacke, let's go! Attacke! Okay. Ich hab durchgespielt, aber online gibt es kein Level, da habe ich schon voll den guten Rang. Ich hab einfach einen Rechter jetzt.